Hallo, willkommen zu der zweiten Ausgabe von Toffelmodern für die Pro-Tour. Letztes Mal haben wir Monogrün gespielt, Harden Skills. Diesen Mal spielen wir Monogrün Tron. Und deswegen gibt es auch nur zwei Episoden. Ich habe keine Monogrün-Decks mehr. Wo man argumentieren kann, dass Amulett Monogrün ist. Naja, egal. Ja, jeder von euch kennt wahrscheinlich Tron. Wer es nicht kennt, weiß nicht. Hat jetzt die großartige Ehre, es zum ersten Mal zu sehen. Unser Plan ist, ein Tower, ein Powerplant, eine Mine ins Spiel zu legen, 7 Mana zu machen und dann viele große, gefährliche Sachen zu spielen, wie zum Beispiel Khan, Ulamog, Walking Ballista oder Ugin. Ansonsten, die Liste ist relativ bekannt. Neuerdings spielt man 3 Relics, weil Dredge und Phoenix natürlich sehr gut sind und man Graveyard Removal braucht. Ich persönlich probiere gerade ein paar Karten aus, deswegen habe ich einen Khan für einen Worldbreaker gecuttet und ein paar mehr Ballisten, weil ich glaube, dass Ballisten gut sind gegen Humans und auch in vielen Matchups einfach ein paar Sachen erfüllen, die man haben will. Sideboard eigentlich auch relativ klar, schon seit Ewigkeiten haben wir 3 Thoughtnots hier, 3 Thractors, 3 Claims, 2 Surgicals und ein bisschen Removal. Das war mal ein Warping Whale. Jetzt ist es ein raftiges Cage. Naja, also, wie ihr seht, nicht sehr viel Beeindruckendes. Also springen wir gleich rein.